Ja, hallo zusammen. Ich habe nach langer Zeit auch mal wieder das Bedürfnis gehabt, ein kleines Bildbearbeitungsvideo zu erstellen. Diesmal ja, im Deep Sky-Bereich. Und zwar gibt es ja aktuell einige interessante Entwicklungen bei diversen AI-Tools, die man als Plugins oder Standalone-Programme für die Bearbeitung von astronomischen Deep Sky-Bildern verwenden kann. In diesem kleinen Test soll es darum gehen, anhand eines recht tiefen Schwarz-Weiß Deep Sky-Bildes mal die Programme Noise Exterminator sowie Grexper Denoise in der Version 2 und jetzt ganz neu auch der 3 zu vergleichen, wie ja, die Strukturen halt in hellen Objekten, in hellen Bereichen des Bildes aussehen und natürlich auch in den schwächeren Bereichen im Hintergrund. Und dafür habe ich jetzt hier mal ein Beispielbild rausgesucht. Das ist eine Aufnahme der Galaxie M63. Es handelt sich hier um ein größtenteils unbearbeitetes Bild. Das Einzige, was hier gemacht worden ist, ist eine kleine Anpassung des Hintergrundes quasi, eine kleine Ebenung des Hintergrundes, um die Randabschattung etwas abzuschwächen, die das Originalbild hat. Sonst aber nichts. Es wurde nicht geschärft, nicht entrauscht oder sonst irgendetwas gemacht. Es handelt sich hier um 65 Bilder, 3 Minuten Belichtungszeit, die hier gesteckt worden sind. Das Ganze jetzt aktuell hier mit der Automatik im PixInsight von der Helligkeitsverteilung. Man sieht natürlich das Innere der Galaxie recht hell und wenn man nach außen geht, bei diesem heftigen Stretch hat man natürlich sehr viel Rauschen, vor allem ein bisschen reinzoomen, das wäre jetzt die 1 zu 1 Ansicht. Man sieht sehr viele Hintergrundobjekte, vermutlich größtenteils Galaxien. Ich habe leider kein Vergleichsbild ähnlicher Auflösung und Tiefe bisher gefunden im Netz, um zu gucken, was ist jetzt davon echt und was vielleicht nicht. Genau, man sieht also viele kleine Galaxien, Sterne und damit ist das Bild eigentlich recht gut geeignet, um hier mal einen Vergleich zu ziehen. Natürlich werden wir dann ein bisschen die Helligkeit reduzieren, um dann auch die Ergebnisse im Inneren der Galaxie anzuschauen. Ja, wie gesagt, das dient uns dann später als Vergleichsbild. Anfangen würde ich mit Noise Exterminator. Ist natürlich schwierig, wenn man hier Optionen hat, welche man jetzt wählt für einen Vergleich. Ich habe früher immer mit etwa 50% gearbeitet. Ich fand das Ergebnis relativ ansprechend. Von der Entrauschung her würde also jetzt diesen Wert nehmen. Details würde ich den Default-Wert verwenden. Bei Grexport hat man keine Möglichkeit, einen Detailregler irgendwie einzustellen. Von der Geschwindigkeit, ich führe das jetzt mal aus. Man sieht es unten, die Prozentzahl läuft. Das dauert also hier nur ein paar Sekunden. Der Prozessor dieses Computers ist ein i5. Ob jetzt hier die Grafikkarte mitspielt, weiß ich nicht genau. Das ist eine alte GTX 1070 hier drin. Weiß nicht, ob die jetzt unterstützt, aber wie gesagt, geht alles relativ schnell. So 20, 22 Sekunden und dann ist es auch schon fertig. Wir können es mal ganz gut angucken. Später dann kommen wir zum Vergleich. Wenn wir jetzt hier ein bisschen reinzoomen, man sieht, es ist sehr gut entrauscht, es ist relativ glatt. Und man sieht auch noch schwächere Objekte hier drin. Wenn ich jetzt mal vor und zurück gehe, sieht man, dass die schwächeren Objekte durchaus auch erhalten werden. Nur die ganz schwachen verschwinden leicht. Und wenn man die Galaxie reinschaut, dann sieht man in helleren Bereichen erstmal keinen Unterschied und hier außen eine deutliche Entrauschung. Aber wie gesagt, Vergleich folgt in Bälde. So, soweit dazu. Das Bild lassen wir einfach mal hier offen. Jetzt würde ich entsprechend das Grexport bemühen. Zuallererst hier mit der AI-Version 2.0. Die restlichen Dinge lasse ich hier exakt so, wie sie defaultmäßig sind, in den erweiterten Einstellungen. Und dann gehe ich hier auf Entrauschen. Wähle 0,75 als Vergleich und klicke jetzt hier auf Bild Entrauschen. Und ja, von der Geschwindigkeit ist es halt ähnlich wie bei Grexport. Liegt auch so im Bereich von 20 Sekunden. Ist also hier bei dem System und der Version 2.0 der Entrauschungstools ja keinerlei oder kein großer Unterschied festzustellen.
Deswegen kann ich es auch hier laufen lassen. Bei 3.0 sieht es dann ein bisschen anders aus. So, Entrauschung ist erfolgt. Man hat es auch ein bisschen schon gesehen. Ich speichere das Bild einfach mal ab. Und das hier Testbild GXP2D für Denoise. Und ja, wurde jetzt das Ganze noch mit der Version 3 durchführen, bevor wir das Ganze dann im PixInsight vergleichen können. Wähle also jetzt die AI-Version 3.0 und ja, klick auf Entrauschen. Selber Wert. Und wie wir jetzt gleich merken, dauert es doch erheblich länger. Ich werde jetzt auch gleich einen kleinen Cut machen, dass wir nicht die komplette Zeit warten müssen. Aber die Zeit steigt etwa um den Faktor 10 an. Was noch okay ist, finde ich, bei insbesondere, glaube ich, Mac-Computern dauert es dann doch noch mal deutlich länger. So, und gleich ist auch schon fertig. Entrauschung beendet. Ich speichere das Bild genauso ab, wie das andere auch. Schreibe noch ein D dahinter für Denoise und fertig. Und kann jetzt auch schon hier ins PixInsight wechseln. Ich speichere auch der Form halber auch nochmal dieses Bild entsprechend ab. Kann ich es auch dann hochladen, falls das jemand zum Vergleich haben möchte. So, jetzt haben wir also hier drei Bilder, also vier mit dem nicht entrauschten Bild. Die schicke ich erstmal so durch den Auto-Stretcher. Und noch das nicht entrauschte Bild ebenfalls dazu. Ja, natürlich sieht man jetzt hier in der Übersicht quasi keinen wirklichen Unterschied. Da müssen wir ein bisschen in die Bilder reinschauen. Zuallererst würde ich mal das nicht entrauschte Bild nehmen, mir hier mal eine kleine Ecke raussuchen, irgendwo außerhalb der Galaxie im Hintergrund, wo es schwächere Objekte gibt, hier zum Beispiel. Haben wir ein paar Hintergrundgalaxien, soll ja auch dann hier bei YouTube halbwegs unkomprimiert brauchbar sichtbar sein. Hier haben wir so eine kleine Galaxie und noch ein paar schwächere Objekte im Hintergrund. Und das wollen wir jetzt erstmal vergleichen mit Neues X-Terminator. Ich ziehe das mal hier hoch. So. Und jetzt sehen wir hier den Vergleich und man sieht durchaus alle die Objekte, die man auch hier im unentrauschten Bild erkennen kann, recht gut, auch ein bisschen doch deutlich besser und ja, wirklich
Verschwunden ist hier nichts oder fast nichts und die äußerst schwachen Objekte vielleicht ein ganz klein wenig. Das Ganze jetzt mal im Vergleich mit Brexport D-Noise. Ja, hier sehen wir auch eine ordentliche Entrauschung. Vielleicht etwas weniger als bei Noise X Terminator, aber auch nur geringfügig. Und alle schwachen Objekte sind auch vorhanden, wobei ich finde hier etwas deutlicher als bei Noise X Terminator. Und das Ganze jetzt auch nochmal mit dem Grexport 3.0 AI-Bild. Hier sehen wir ja deutlich mehr Hintergrundobjekte, die also bei den anderen sozusagen nicht oder schwächer sichtbar sind. Hier ist natürlich schwer zu sagen, ob jetzt Grexport wirklich schwächste Galaxien noch wieder sichtbar macht, aus dem Rauschen rausholt oder ob eventuell auch hier Artefakte entstehen. Die schwachen, auch hier im nicht entrauschen Bild sichtbaren Objekte sind, kommen sehr gut raus. Also alle, die man hier entsprechend erkennen kann, sind deutlich und auch offensichtlich heller zu sehen, in dieser Darstellung zumindest, als hier im Original. Ich finde, vom Rauschen her ist hier doch wieder etwas mehr Rauschen drin. Zumindest scheint es mir so. Und ja, aber hier vor allen Dingen so die ganz schwachen Objekte, die hier so gerade so zu erahnen sind, sehen wir hier sehr, sehr deutlich. Wir sehen auch hier, wo man eigentlich fast gar nichts erkennen kann, wie hier Objekte, wie hier und hier, also die ganz schwache Aufhellungen darstellen, die hier gezeigt werden. Hier ist natürlich ein bisschen das Risiko, dass eventuell auch Artefakte mit ja, entstehen dadurch. Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Wir können einfach mal eine andere Ecke nochmal raussuchen zum Vergleich. Wo wir auch recht viele Hintergrundinformationen haben. Ich scroll mal ein bisschen durchs Bild. Hier zum Beispiel haben wir einige schwächere Galaxien auf jeden Fall, was sehr diffus ist, leichte Spiralarmgalaxien, Spikes von hellen Sternen. Gucken wir mal, was Noise X Terminator zu dieser Ecke sagt. Ja, auch hier die schwächeren Objekte deutlicher hervorgehoben im Vergleich zum Hintergrund. Die Galaxien kommen hier sehr gut raus. Und auch die schwächeren Objekte hier oben. Diese kleine Galaxie oder die Galaxie herum kann man deutlich besser erkennen. Jetzt im Vergleich mit Grexport die Noise 2.0. Man sieht hier ähnlich wie bei Noise X Terminator die Strukturen relativ gut. Teilweise natürlich wieder ein bisschen besser. Hier hinten zum Beispiel bei dieser Struktur hier oben, diese vier Sterne, die man hier sieht und hier drüben auch. Die kann man ein bisschen besser erkennen. Das Entrauschungsergebnis ist ähnlich, finde ich. Und ja, bei dieser Galaxie sieht man auch etwas mehr Struktur. Könnte was meinen, das wäre ein Kugelhaufen, aber ich glaube, das ist nur eine Galaxie im Hintergrund. Ja, hier zum Beispiel bei dieser Galaxie, diese Begleitsterne oder anderen Hintergrundgalaxien kommen hier deutlich besser heraus. Auch um den Stern herum, hier sieht man deutlich mehr Struktur. Das Ganze jetzt verglichen mit der, na, verklickt. Grexport AI. Zurechtruckeln, dass das hier alles halbwegs drauf passt. Ja, also hier ja, sehr viel Struktur zu sehen im Hintergrund. Der Hintergrund wirkt ja richtig unruhig. Also sehr viele kleine Sternchen oder Galaxiechen, die jetzt hier aufpoppen, die man
hier im gerauschten Bild nahezu gar nicht erkennen kann. Oder zumindest jetzt hier im Auge nicht sehr auffällig sind, kommen hier extrem deutlich raus, auch viel deutlicher als hier unten bei Version 2. Wenn man sich die Galaxie anschaut, die kleine, hier sind zwei Sternchen oben drüber, die sieht man sehr deutlich. Hier im Rauschenbild kann man bestenfalls hier irgendwas erahnen. Auch hier dieser Gegend oberhalb dieses hellen Sterns sehen wir deutlich mehr und es sieht fast aus, als hätte der Hintergrund irgendeine Art Struktur. Also hier ist es für mich doch schwer zu entscheiden, ob all diese Strukturen echt sind. Einige kann ich wiedererkennen, die wirklich von den beiden bisherigen Versionen verschluckt werden. Einige ganz, ganz schwache Strukturen sind da, das würde ich mal so sagen. Ob es jetzt im YouTube-Video auch so rauskommt, ist schwer. Kann noch mal versuchen, eventuell eine andere Ecke zu finden. Ja, aber der Hintergrund wirkt wirklich extrem strukturiert mit ganz vielen kleinen Objekten. Jetzt können wir mal Richtung der Galaxie gehen. Also in die helleren Bereiche. Jetzt noch nicht in den Kern, sondern hier so ein bisschen in die Außenbereiche. Ich denke, das ist auch. Sieht man gut den Übergang zwischen Hintergrund und Galaxie selbst. Ziehe ich das mal jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Auf die einzelnen Bilder drauf. Dass wir wieder den Vergleich haben. Ja. Also hier oben sehen wir also neues X-Terminator mit einer guten Entrauschungsqualität. Ja, nicht perfekt hier in diesem äußeren Bereich natürlich, aber ich habe ja auch nur 50% genommen. Aber ist halt deutlich besser als das Original. Strukturtechnisch sieht man hier in den ja, kernnahen Bereichen, ja, ist jetzt ein bisschen vom Stretch her etwas heller dargestellt, aber ich glaube nicht, dass man hier irgendwelche größeren Unterschiede sieht, dass es hier zu blurry ist oder irgend sowas. Ich finde die Strukturen in hellen Bereichen kommen weiterhin sehr gut raus. Gehen wir in die äußeren Bereiche. Da sehen wir, ja, wie in den anderen Bildern vorhin auch, ja, die meisten oder alle Objekte sind quasi erhalten geblieben. Einige kommen besser raus als andere. Ganz, ganz schwache eventuell fehlen hier drin. Bei Grexport, die Noise, ist es hier halt ein bisschen besser. Man sieht quasi die schwachen Hintergrundobjekte doch etwas deutlicher vorstechen, was auch eine spätere Nachbearbeitung erleichtert. Das heißt, wenn wir jetzt mit Blur X-Terminator zum Beispiel arbeiten, werden auch die schwächeren Objekte hier besser erkannt und natürlich auch besser geschärft. Und man bekommt dann etwas schärferes Gesamtbildergebnis. Hier wiederum bei Version 3 hat man einen sehr, sehr unruhigen Hintergrund. Das Entrauschungsergebnis ist ähnlich gut, aber da wir hier sehr viele Strukturen plötzlich im Hintergrund auftauchen sehen, wirkt es schon wieder etwas verrauschter. Aber das ist natürlich jetzt kein Kriterium, sofern alle Objekte, die im Hintergrund aufgetaucht sind, auch echt sind. Dazu habe ich aber, wie gesagt, kein Vergleichsbild identischer Tiefe sozusagen. Zu gucken, ob all diese schwachen Strukturen, die Grexport 3.0 jetzt hier im Hintergrund entdeckt, gefunden und herausgearbeitet hat, ob die wirklich alle existieren. Das wäre quasi ein separater Test mal in einer Sterngegend, wo es tiefe Vergleichsaufnahmen gibt von James Webb oder Hubble, die man dann entsprechend verwenden kann. Ja, also einige der super schwachen Objekte kann man finden als ganz schwache Aufhellungen im Rohbild. Aber wie gesagt, es ist ein sehr extremes Ergebnis, wie ich finde. Und wenn diese Strukturen alle echt sind, dann ist dieses Programm wirklich ein ganz beeindruckendes Stück Technik. Wenn es schafft, wirklich die schwächsten Informationen aus dem Hintergrund herauszuholen, dann wäre das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jetzt versuchen wir noch ein bisschen in das Zentrum der Galaxie hereinzugucken. Ja,
hoffe, dass man das hier so irgendwie anpassen kann. Moment. Ah ja, geht so. Ich bin jetzt kein PixInsight-Experte. So, machen wir das hier drüben genauso. So, dass wir sozusagen auch mal den Kernbereich vergleichen können mit entsprechender Reduzierung der Helligkeit. Ich zoome mal ein bisschen ran, ziehe die wieder auf die einzelnen Vergleichsbilder und dann können wir mal gucken, ob wir hier auch noch ein bisschen was erkennen können. Also das Original natürlich im Kern sehr hell, auch nicht irgendwie verrauscht zu sehen. Und jetzt vergleichen wir einfach mal hier oben neues X-Terminator damit und zumindest, wenn man so den Blick über diese beiden Bilder schweifen lässt, sieht man jetzt nicht irgendwie, dass dieses Bild hier oben jetzt großartig irgendwie unschärfer wäre. Ebenso wenig das Grexport Version 2.0 Bild. Man erkennt hier alle Strukturen wieder. Vielleicht sogar ein bisschen besser als bei Neues X-Terminator, aber ja, schwer zu sagen. Also die Bilder nehmen sich nahezu nichts. Und verglichen hier oben mit Grexport 3.0 sehe ich jetzt auch bei den Zentrumsbildern eigentlich keinen Unterschied. Die Strukturen sehen alle identisch aus und ja, da fällt es nicht wirklich jetzt in eine großartige Unschärfe irgendeiner Weise auf. Ja, weiter geht es und zwar mit einer Aufnahme der Galaxie M87. Diesmal eine nicht ganz so tiefe Aufnahme, nur 9 Bilder wurden hier addiert und man sieht sehr schön das Starlink-Problem hier in diesem Bild. Aber darum soll es ja aktuell nicht gehen. Allerdings können wir natürlich auch gucken, wie die Entrauschung oder Detailerhaltung auch bei diesen ärgerlichen Strukturen wirkt. Ja, das Bild wurde nicht vorbehandelt, also es wird einfach nur gestackt, Dark Flat verrechnet und fertig. Keine weitere Bearbeitung ist hier erfolgt. Und ich habe jetzt schon mal die anderen Bilder vorbereitet, identisch wie eben. Und ja, jetzt hier mal einen Ausschnitt der Galaxie mit Umgebung vorgenommen. Ich habe hier wieder links oben neues X-Terminator mit 0,5 laufen lassen. Und ja, ich schieße mal genau drauf. So. Ja, man sieht diese beiden kleinen Galaxien hier nahe des Kerns. Und ja, sonst sieht man halt die schwachen Strukturen. Ja, ein Hauch besser als im Original. Ich sagen, hier ist der Unterschied nicht so groß. Ist ja ein bisschen besser rausgeholt aus dem Rauschen. Es wird auch ganz brauchbar geklettet, das Bild. Die Satellitenspur ist natürlich weiterhin gut sichtbar. Gehen wir zu Grexport Version 2, also AI Version 2. Ja, haben wir also auch diese Galaxien hier sehr schön. Allerdings die, ich glaube, das sind Kugelhaufen hier, die so ringsrum sind. Die kommen hier ein bisschen besser raus, die werden etwas deutlicher dargestellt, vor allem wenn man jetzt hier vergleicht mit Neues X-Terminator, sind sie doch ein bisschen hervorgehobener. Und es scheint auch alles, was hier hervorgehoben wird, auch echt als Struktur da zu sein. Und jetzt hier oben der Vergleich mit Grexport AI Version 3. Da sehen wir diese Strukturen um das Zentrum von M87 ja nochmal deutlich besser. Wobei hier wieder derselbe Effekt auftritt wie vorhin. Man sieht sehr, sehr viele Strukturen, sehr, sehr viele kleine Objekte. Und auch hier müsste man mal mit einem wirklich hochauflösenden Vergleichsbild rangehen, um zu überprüfen, ob all diese Objekte, die jetzt hier so deutlich hervortreten oder auch schwach hervortreten,
die wirklich alle sozusagen in echt auch existieren, dass wir also keine Bildartefakte verstärkt haben. Wie gesagt, hier haben wir ja nicht so viele Bilder gesteckt. Das heißt, es können durchaus auch mehr Artefakte mit im Bild sein, theoretisch. Genau. Und hier oben fällt auch auf, dass natürlich die Satellitenspur auch ein bisschen deutlicher zur Geltung kommt. Die wird natürlich ja auch ein bisschen offensichtlich mit verstärkt. Gucken wir mal eine andere Ecke des Bildes. Ja, es ist ja doch ein recht großes Gesichtsfeld. Aufgenommen übrigens an einem CDK 17 mit einer QY 600 Schwarz-Weiß Vollformatkamera. Die Technik wurde vom Astro Club Radebeul e.V. zur Verfügung gestellt und ich habe die Möglichkeit, dort entsprechend mit diesen Geräten zu arbeiten. So, wir können mal runtergehen. Hier haben wir einige schwache Galaxien, ein paar Sterne, recht viel Hintergrund und gucken wir mal, was da neues X-Terminator draus gemacht hat. Hat auch ordentlich entrauscht. Obwohl ich es ein bisschen fleckig finde von der Entrauschung her. Aber ja, die Galaxien kommen gut raus. Die Begleitgalaxie hier wurde zum Beispiel etwas verstärkt dargestellt. Das gefällt mir sehr gut. Und diese kleineren, schwächeren, diffusen Hintergrundobjekte kommen hier doch sehr viel deutlicher raus als in dem Originalbild. Das Ganze jetzt mal im Vergleich mit Grexport AI 2.0. Ja, haben wir ein ähnlich gutes Ergebnis vom Entrauschen her wie bei Neues X-Terminator. Vielleicht sogar ein bisschen glatter noch der Hintergrund, aber die Strukturen, die kommen ebenfalls hier sehr gut raus. Diese Begleitgalaxie wirkt sogar noch ein bisschen heller im Vergleich. Und ja, hier sieht man noch eine Aufhellung neben der Galaxie, die hier etwas schwächer ist. Noch Hintergrundstern wäre ja, da durchaus möglich. Supernova eher unwahrscheinlich. Ja, also man sieht mehr Strukturen, Hintergrundstrukturen deutlich heller und hat auch nicht das Gefühl, dass diese Strukturen jetzt ja, neu hinzugekommen sind und Artefakte darstellen. So, und zum Schluss wieder Grexport Version 3. Hier haben wir ja wieder gute Entrauschung, aber eben durch sehr viele ja, neue Objekte, sage ich mal, wieder einen relativ unruhigen Hintergrund. Die Galaxien, die kleinen, kommen hervorragend raus. Die Begleitgalaxie kommt gut raus. Jetzt sieht man sogar hier noch irgendwas Helleres dazwischen. Aber auch hier im Hintergrund werden jetzt ganz viele schwache Objekte angezeigt, bei denen ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie wirklich existieren. Da dieses Bild doch ein deutlich höheres Rauschen hat als die M63-Aufnahme, daher bin ich mir jetzt hier nicht sicher, ob wir hier wirklich einiges an Artefakten im Bild haben oder auch nicht. Es ist zumindest erstaunlich, finde ich, wie diese neue Grexport-Version versucht wirklich jedwedes Objekt, was sich irgendwie im Hintergrund verstecken könnte, entsprechend durch die Entrauschung hervorzuheben. Sofern das echte Objekte sind, ist das ein toller Algorithmus, finde ich. Und eine tolle Möglichkeit, aus tiefen Aufnahmen auch noch die schwächsten kleinen Galaxien rauszuextrahieren. Vielleicht sollte man das auch mal bei solchen extremen Objekten wie Abel 2218 oder irgendwelchen anderen Gravitationslinsen oder super fernen Quasaren mal testen, wo auch entsprechend tiefe Aufnahmen von Hubble, James Webb oder VLT existieren, die man dann wirklich zu einem direkten Vergleich heranziehen kann. Also als Fazit, ich teste natürlich noch ein bisschen weiter, ich bin erstmal doch sehr begeistert, was dieses Programm kann, was für schwache Objekte es quasi noch aus dem Hintergrund hervorheben kann, die hier in dem Bild nahezu unsichtbar sind. Man erkennt, wie gesagt, eigentlich überall doch irgendwas, aber es ist so schwach, dass das Auge ja kaum eine Möglichkeit hat, diese Objekte wirklich zu erfassen. Und hier kommen sie halt gut raus und werden dann, da sie jetzt natürlich hier ein deutliches Signal darstellen, natürlich auch ja, nutzbar für andere Programme, eben wie Blur X Terminator, der natürlich jetzt jedwedes kleines Objektchen, was man hier hat, zur Schärfung nutzen kann. Was wir also, was vorher ja, wenn es überhaupt nicht auftaucht aus dem Hintergrund, was ja völlig unmöglich ist, ne?
Da kann man viel rumspielen, viel rumexperimentieren. Das werde ich in nächster Zeit auch tun. Ich werde auch versuchen, noch ein paar weitere tiefe Aufnahmen mal zu testen oder auch neu anzufertigen, um zu gucken hier, ja, wie weit man hier gehen kann und wo wirklich die Artefakte anfangen und die echten Daten aufhören. Das scheint mir ein bisschen zu verschwimmen. Allerdings, wie gesagt, ist der Grundeindruck dennoch sehr, sehr positiv. Die Geschwindigkeit, ja, 2, 3 Minuten warten, finde ich jetzt nicht so tragisch. Das warte ich auch, wenn ich Star Exterminator nehme oder Blur Exterminator nutze. Da muss ich genauso lange warten. Da habe ich also kein Problem mit. Und ich sehe hier großes Potenzial drin. Ich würde sicher auch noch mal ein paar Updates geben, vermute ich mal. Und hier würde ich mir vielleicht noch ein, zwei Regler wünschen. Man vielleicht die Strukturerkennung im Hintergrund einen Tick runtersetzen könnte. Zumindest wenn man jetzt keine super tiefen Aufnahmen gemacht hat, sagen wir 70, 100 Bilder oder so, wo wirklich jede Aufhellung im Hintergrund wirklich eine Struktur darstellt, sondern durchaus auch kleine Artefakte drin sein können. Aber gut, das werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Soweit vielleicht erstmal von diesem kleinen Bearbeitungstest mit diesen drei Entrauschungsversionen. Und ja, vielleicht mache ich irgendwann mal ein weiteres Video, wenn ich neues Bildmaterial habe, beziehungsweise vielleicht auch neue Versionen dieses Entrauschungstools zur Verfügung stehen.